Moin moin, liebe Freunde der Simulettenlandwirtschaft. Mein Name ist Chris, ich präsentiere für unseren YouTube-Kanal Modbox das hölzerne Schuppenpaket 2 vor. Dieses Paket wird zur Verfügung von VX-Mapping und der und die Modder schreiben ihre eigene Modbeschreibung, dass dieses Hallenpack für alle Platten zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir können zum Modbox runterladen und nutzen. Ja, wenn euch unser Modbox schon gefallen hat, gerne Daumen nach oben da, schreibt gerne in die Kommentare, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Und wenn euch für die Kauf von Inhalt interessiert, schaut mal unter dem Video, habt ihr alle Links dazu, wenn die nutzt, unterstützt den McManus und den Entwickler und das finden wir natürlich sehr, sehr cool. Ja, was haben wir für ein Hallenpack? Ich fand das gigantisch, weil das sind noch nicht mal alle Hallen, die ich hier habe, sondern es sind noch ein paar mehr, die zeige ich dann im Shop. Ihr seht, es sind verschiedenste Hallen. Hier haben wir eine Halle mit zwei Durchfahrsilos. Hier haben wir natürlich eine coole Halle mit einem eingebauten Silo und was ich natürlich sehr, sehr cool fand, oft hat man das Problem, bei True Farming 2 habe ich es natürlich mal im Hof ja auch, ich kann keine Kipper nehmen, weil ich muss immer Schubböden nehmen, damit ich abladen kann. Hier seht ihr, selbst mit großen LKWs könntet ihr rein, weil nach oben hin einfach so viel Platz ist. Das heißt, ihr könnt abkippen, durch die Bauart der Halle können die Kipper in Ruhe ausfahren und ihr dotzt nicht in die Halle oder sonstiges. Auch die beiden Silos, die so schön eingelassen sind, ne, gefällt mir sehr, sehr gut. Ne, die Türen hier sind auch animiert. Allen Beleuchtung können wir einschalten. Ne, ist auch voll beleuchtet, die Halle dann. Ist sehr, sehr cool. Hier haben wir eine Halle, da kann man so das Rolltor runter machen. Ist auch eine ja, Bunker-Silo-Halle, allerdings mit 4 Fächern. Das heißt, ihr habt hier 2. Können wir hier kurz rüberfliegen, haben wir hier nochmal 2. Das heißt, ihr habt 4 Möglichkeiten, 4-fach Silage quasi hier herzustellen. Das heißt, ihr könnt 3 voll machen und eins, alle 4 voll machen. Wenn ihr 1 leer habt, könnt ihr das wieder voll machen, während ihr die anderen quasi leer macht für Futtergenerierung oder zum Verkauf. Finde ich sehr cool. Hier haben wir eine Halle, die gefiel mir auch richtig gut. Ihr habt die Möglichkeit, hier Flüssigkeiten zu lagern. Ne, Silo, ne, das könnt ihr quasi auch kaufen sogar. Und könnt euch dann hier quasi Flüssigdünger, Herbizide, all was ihr für euren Hof braucht, könnt ihr euch dann quasi hier zukaufen. Beziehungsweise hier hinbringen und dann wieder entnehmen, sondern es braucht. So ein Mini-Heuboden haben wir hier auch oben drauf. Das heißt, im Täler könnt ihr ein paar Ballen, aber es ist eigentlich Quatsch, da hinstellen. Und hier habt ihr quasi so eine kleine Werkstatt, wo ihr quasi Sachen, kleinere Sachen lagern könnt. Auf der Rückseite seht ihr, haben wir weitere Tanks, um die zu befüllen. Und ihr habt ein Hochregallager, wo ihr quasi auch Paletten und so ganz entspannt erstellen könnt. Und damit dann halt den Stauraum sinnvoll zu nutzen. Ne, von oben seht ihr als alles in dieser Hörmann-Baureihe. Rotes Dach, dann Vertäfelung und halt Metall. Also, ach, Metall schon. Steinsockel. Aber ich habe ja schon, ist noch nicht alles. Wir können mal im Baumenü gucken unter Hallen. Wir gehen mal, hier hinten sind wir schon. Die Halle habe ich euch gezeigt. Ne, die steht ja schon. Das ist die hier mit den Tanks. Dann haben wir hier eine ganz normale Fahrzeughalle, einseitig befahrbar. Hier haben wir noch eine Fahrzeughalle auch, also beidseitig befahrbar. Das ist das Bunkersilo, das habe ich euch auch gezeigt. Hier sind diese 4 Kammern, das haben wir uns, habe ich euch auch vorgestellt. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Diese ganzen Hallen sind quasi in diesem Pack mit drin. Und wieder texturtechnisch sehr, sehr gut. Läuft auf dem Einzelspielerspiel schon einwandfrei, macht keine Mucken. Also kann ich wärmstens empfehlen. Ja, und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Schreibt gerne was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.